Annie. Oh, nee, ey, ich mag Annie nicht. Weil Wer ist die Farmmaschine? Support? Nee, weil nervig. Och Willkommen zurück zu einer Runde. nee. Willkommen zurück zu einer Runde League of Legends gegen AFK Spell. Richtig, genau deswegen. Ja, Alex, ich mit einer auch optisch passenden Kombi auf der Botlane. Oh, verliebt, süß. Und Riven und Chin sind wie immer Randoms. Oder die. Also was heißt wie immer? Die beiden hatten wir zum ersten Mal im Team, aber es Es sind. sind Randoms. Genau. Einfach Na. auf den Punkt halten. Und ich pack mal die Ahri aus. Mal sehen, wie ich damit gegen Annie klarkomme. Ich freue mich jetzt schon drauf. Nicht. Also outfarmen müsste sie dich eigentlich. Ach, wart. Wir sind mal gespannt. Eigentlich. Das Also, kriege ich schon. ich weiß, ich warte eigentlich drauf, dass Annie dich versucht zu ulten und du versuchst einen Charm zu hitten und das hittet einfach eiskalt den Bären statt sie. Das wäre einfach Habe ich gut. alles schon erlebt. Morgana ist Level 17, Caitlyn 29, Olaf ist unranked und Jax und Annie sind Silber. Warte, wie viel ist Morgana? Morgana ist 29. 17. 17. 17, das heißt Caitlyn 29. Runen hat sie keine Okay. dabei. Annie hat Standardrunen dabei. Olaf Okay. hat Full-Tank-Runen. Caitlyn hat sehr seltsame, die keinen Sinn ergeben und keine Resistenzen enthalten. Und Jax hat Standardrunen. Glaube, mir fällt gerade auf, ich hätte, glaube ich, ein paar Resistenzen in Masteries mehr. Auf dem AD-Carry doch nicht. Weiß nicht. Wenn wir nicht schon wieder so Freaks kriegen. 1, 2, Also 3. rein theoretisch ist er mal zur Ausnahme nach einem normalen Team aus. Aber warte, jetzt haben wir Annie. Ne, wir haben Morgana. Okay, das heißt, ich muss die Q spellen. Nochmal mache ich den Fehler nicht. Jetzt mache ich vor Hooks und AFK-Spells einfach immer. Der Immer Xin schon das an fängt raustammeln. bei den Golems an, das heißt, ich warte kurz den Blue Buff. Ah, Lass ihn nein, mal, jetzt fängt halt, er, der ist jetzt fängt, nein. Gerade jetzt fängt um. er doch oben an, fängt er doch oben an. Okay, das heißt, ich warte den Red Buff. Und Riven hat sich noch nicht gerührt. Ist wahrscheinlich noch am Ra raucht wahrscheinlich noch auf. Was machen wir? Jetzt kommt wieder dein toller, interessanter Pink. Ja, Pink. Okay. Ihr ja, gleichen Pink, lol. Der war unerwartet. Mastery für 40 extra Gold, dann ein Pot und ein Pink. Ja, das weiß ich schon. Das hast du mir schon einmal 30 erklärt, Sekunden bis aber. zum Erscheinen der Vasallen. Naja. Ja, der reguläre Ward ist ja viel zu schnell weg. Wie letztes Mal, ne, da drin. Ist zurück im Spiel. Ah. Ist my friend just lagging? Also tatsächlich pre-made, wie erwartet. Okay. Hat der's bald? Riven coming. Der kann sich auch nicht entscheiden, oder? Also ich würde Big Shin auch beim Red Buff anfangen, so ist es nicht. Bloß entscheiden sollte er sich halt mal. Jetzt ist sogar deine ganze Strategie am Nee, das passt schon. Wenn die invaden, dann eigentlich so gut wie immer beim Red Buff. Oder halt der sofort invade beim Blue Buff. Oh, jetzt fuchtelt er mit so einem Speer rum. Hofft sich, trifft er uns nicht. Dann machen wir mal. Und weg. Mann, dich, Alter. Gut, damit habe ich sogar einen AD Carry gegen mich, der mehr Reichweite hat als ich. Ist ja nicht häufig bei Annie. Daneben. Mal die Passive gleich, ne? Ja. Diesmal dran gedacht, die in der Base vorher aufzuladen. Oh. Vorsicht! Hey, wird besser. Sogar den Farm verkacke ich nicht. Zumindest jetzt gerade. Wo geht das Minion hin, bitte? Der, hoppala. Der hat wahrscheinlich irgendwas gesehen und hat das angreifen wollen. War gerade richtig komisch. So, komm mal näher her, jetzt will meine Stacks abarbeiten. Ah, der war schlecht.
Ich sehe dich da unten, Morgana. Du hast keinen Skillshot, oder? Mach mal ein Auto-Hit auf die Morgana. Leute, gerade die Pfütze hat nicht mal. Achtung, da kommt ein AFK-Spell. Oh. Grad sag ich's. Ja, mein Tom. Nein. Ist nicht da. Ich fahr mir einfach wie ein Idiot. Wards, FTB. Warte, ich weiß, weißt du was? Lass das mal, dass ich nicht wisst, dass sie gewardet ist. Dann können wir einfach. Das war ja fast die richtige Richtung. Emma, dann können wir dann mit einer E die an die Wand klatschen und vielleicht wegbürsten. Okay, die Morgana hat keine Lauftempo-Masteries. Sonst hätte mein Auto eben nicht, wenn mein Auto eben nicht durchgekommen. Bleib nicht zurück. Das einzig Pissige, die Pfütze. Du kannst einfach der nicht entfernen. Okay. Die ist auch da. Na komm. Oh. Warte. Na komm. Ruf. Sorry, jetzt wurde ich getroffen. Mein ich Fehler. Weiß. Ist okay. Aber die hat wenigstens was gelernt. Weg! Ich weiß auch mal ein Port ein. Sind wir schon da? Ich hätte nie gedacht, dass ich mit so low komme mit Fame. Also Vorsicht! Vom Mana her. Calculated. Lol. Ach komm. Genau sowas meine ich von den Autos hier. An sich ist es eigentlich gerade gut, wie es hier steht. Wir geht. Sterben nicht, die Trades gewinnen mal einigermaßen. Und die Lane ist ausgepusht und wir sind ideale Position, um von unserem Jungler gegankt zu werden und brauchen keine Angst vor deren Jungler zu haben. Das heißt, wenn wir jetzt die Lane freezen, ist es eigentlich perfekt. Jo, das machen wir jetzt auch. Ah. Oh. Ich schätze mal wieder ein Auto-Hit. Ah, ich farm einfach nur. Lol. Annie hat beide Pots. Ups, sorry. Ist okay. Hast du es gekriegt? Ja. Dann ist es gut. Aber ich glaube, ich hätte es nämlich nicht gekriegt. Oh. Na komm her. Nein. Nein, das Problem ist halt auch. Ich fail halt. Das Problem ist halt auch, wenn ich einen Minion last hätte, funktioniert mein Dolch eine Weile nicht. Übrigens, hier fehlt eine Morgana. Huch. Oh, Tower. Die hat wohl gewardet gehabt. Irgendwie dachte ich, hätte meinen Stun ready gehabt. Das war wohl ein Irrtum. LOL! Wie blöd ist der bitte? Ich verkack's halt. Komm! Nein, geh weg. Nein. Kommst du raus? Ja, passt. Jetzt 5 sogar. Alter! Der hat glaub schon innerlich aufgegeben. Deswegen. Wer, die Caitlyn oder wer? Nein, der Jax! Ich hab den ja aus Versehen in deine Richtung, weil er sich in dem Moment geflasht hat, dass ich die eh auf ihn gepfeffert hab. Alter, wie geil. Nee, ich glaub, der hat einfach nicht schnell genug reagiert. Ja, eben. Was sagen die restlichen Lanes? Olaf ist 1-2. Meh. Müsste passen. Achso, Quatsch, Olaf ist im Gegner-Team. Die Riven steht 2-1, das ist okay. Farm ist grottig. Ey, Kills macht Farm wieder weg, also. Von dem her läuft. Das ist keine Entschuldigung, nach 7 Minuten so einen beschissenen Farm zu haben. Machst du mal dir 20? Ja, egal. Wow, das ist die Morgana. Geil. Ich wollte den Arsch retten, indem ich im Vorteil in die Fresse fumble und dann eh weg. Ist wurscht, ich hab's überlebt und er nicht und darauf kommt's an. Nein, aber wir haben auch wenigstens den Lebensort verreckt, weil er geflasht ist und deswegen in Tower Rage war. Oh, warte. Oh, bitte. Lass mal Morgana. Komm noch näher. Oh, komm her. Okay, leider wegen dem Jax-Gang kein Flash mehr, ansonsten wäre die Caitlyn sowas von tot. Huch, und ich dann auch noch voll rein. Ja, und ich noch so dämlich. Auf die Caitlyn, auf die Caitlyn! Nice. Warte. So, Falle clearen.
Sehr schön. Endlich mal ein Game, wo es richtig gut geht. Und eine Ulti gleich hinterher als Belohnung. Das war doch schön, Alter. Und ich habe meine auch, das heißt, jetzt gibt's einen richtig sahnigen Burst. Ich weiß, der Spruch ist nicht von mir. Aber der ist so ein klassischer Spruch. Möchte ich einfach nur auslösen, oder? Ja, damit, wir da, damit dann keiner reinrennt, wenn es wichtig wird. Es ist echt so. Passiert, du rennst nur in die Dinger rein und stirbst, weil du einfach komplett danach vergisst, dass der Bob. Kann sein, dass Caitlyn der einzige AD-Carry ist, der snaren kann, Riesenreichweite hat und Gap-Closer. Und Gap-Closer. Jinx hat keinen Gap-Closer. Okay, wenn du den ablässt, dann Jinx, sonst nicht. Okay, der einzige, der snaren kann und Gap-Closer hat. Die Reichweite ignorieren wir mal. Komm, Q noch hinterher. Komm. Oh, verdammt. Hat sie ihre E rausgehauen. Okay. Was? Annie wäre gerade ums Verrecken noch gestorben. Annie ist gestorben. Halt die falsche Annie. Nein, ich meine, die gegnerische wäre fast gestorben. Sie hat sich nur leider wirklich in der allerletzten Millisekunde da rausgeflasht. Oh, BF deswegen, Digga. Ja, immer nachschauen, was die Gegner einkaufen. Das ist das allererste, ja, was man tut, wenn man auf die Lane geht. Ja, klar. Wir haben gewartet. Erstmal linksklick auf den gegnerischen AD-Carry und gucken, was der so hat. Oder einfach Tab. Nein, linksklick drauf, weil du dann permanent den Überblick hast. Oh, Achtung, oh, AFK-Spell fliegt daneben. Ja, ist nicht schwer bei der Distance. Und kein Minions. Aber bin auch gleich wieder da. Und, Tipp, wenn Morgana so auf dich zurennt, nicht direkt Panik wegschaffen. Warten, bis der Q fliegt aus dem Q raus und haben besser dann. Oder einfach eiskalt ignorieren, weil sie stirbt sowieso. Oh mein Gott. Aber ja, dann hat sie nicht. Die Caitlyn wollte von oben kommen, oder was? Ja, hat wohl nicht so ganz geklappt. Also das war eine Katastrophe. Ja, ich bin eben auch nur gestorben, weil ich Timbers verkackt habe, weil ich das nett... Ja, nicht nur das, die hatte auch Glück, dass sie... Ja, nein, weil sie gerade weggedasht ist, hat Timbers verfehlt und dann war halt der Stun also nicht genug Schaden gepaart und dann hat... Okay, dann ich überlege ich. Und ich habe vergessen, das Trinket zu tauschen. Obwohl, warte, nee, ich bleib noch. Wenn ich dann noch 100 Gold habe, dann habe ich gleich Blade komplett ausgebaut. Oh, kein Mana für einen Tempel, lol. Ups, das war der falsche. Egal. Perfekt. Okay, kann ich übernehmen. Wonderful! So, Vision habe ich auch perfekte. Bisschen besseres Licht. Ach. Besseres Licht? Fälle. Ja, LED-Beleuchtung angeschaltet. Achso. Oh. Als ob ich eigentlich nicht genug hätte. Eine LED-Beleuchtung, eine Lampe und noch eine beleuchtete Tastatur. Sollte eigentlich reichen, ne? Ja, ich habe jetzt die Lampe ausgemacht, weil dann hast du einen besseren Kontrast vom Bildniveau. Komm, die hast du jetzt. Schön. Komm schon. Oh. Ja, da kam noch Jax, ansonsten wäre das gar kein Problem gewesen. Der Jax war doch eben Top-Lane, oder? Nein, der war jetzt aber da. So, dann machen wir hier mal ein bisschen wieder. Ich bin perfekt gedodged, ich bin Tibbers gedodged und ja, ich hab's gesehen, war ich weiß. Apropos Tibbers hab ich auch wieder. Wo sollte der dann? Dachte ich, du machst einen Panic, oder was? Da, oder ich würde jetzt mit dem Stun versuchen, den Blackshield rauszubaiten und dann schnell aufladen und mit Tibbers reingehen. Dafür habe ich nicht die Cooldowns. Ja, dann jetzt erstmal. Da kommt ein Chin, da kommt ein Chin. Ja, dann jetzt drauf gehen. Nein, Moment, jetzt ist der Black. Da war der Black Shield. Und drauf! Feuer! Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Nein, komm schon hinterher, Tumble. Ah, Heal raus. Weg. Nicht diven. Nee, passt schon. Ja, komm! Animus. Lol, ich hätte nicht gedacht, dass die Morgana einfach reinläuft. Animus. Oh, die war gestunt. Annie wieder da. Die war gestunt, ich hätte meinen Stunt wieder ready. Ja, nee, das ist. Aber egal, ich mach. Ansatzweise. Egal, ich habe genug Schaden gemacht, also von daher. Ist egal. Ist ja nicht schlimm, wenn du einen Kill hast. Ja, Drake. Gute Idee. Schon auf dem Weg. Danach hole ich mir auch gleich erstmal die Standard-Boots zumindest. Obwohl. Ich glaube, dass die
LOL. Löst unten kurz die Kettenfalle aus. Jo. Bin hier gerade full life, full mana, as I think. Zack. Bleib nicht zurück. Ja, Mama, mal warte noch kurz. Oh. Zack. Wieso ist der nicht so behind vom Level her? LOL! Ich hab mehr Farm als Andy, was ist denn kaputt? Ich wollte gerade sagen, hä, warum hatten die nur 12 Farben? Aber nee, war ja ich. Stimmt was? Annie ist die Farmmaschine schlechthin. Wieso hat die bloß 70 Farben? Weil sie es verkackt. Achtung, da sind Jacks unten. Oh. Ja, sie. Und ich komme auch mal vorbei. Ich komme auch mal dann gleich. Hast du mein Bären? So, hey, der kassiert. Guck dir den an, wie der kassiert hat. Also, ich glaube, das ist ja nicht mal der richtige Shell, ne? Guck mal so einen Shell. Shell ist Mann, ne? Nee, das war Poppy. Und ich hab immer noch nicht das Trinket gewechselt. Oh je, ja, da kommt jetzt ein bisschen was. Oh je, je. Ja, da kommt ein bisschen was, ich muss aufpassen. Moin. Boah, Digga, weißt du, wie sehr ich hab. Oh, ich hab kein Flash ready. Ich hab jetzt so Bock gehabt, über den Busch zu warden. Wenn ich auch nur 1 mm Torrage gestanden wäre, da wäre aber direkt der Stun gekommen. Ne? Aber sowas von ist er halt nett. Wir haben Drake, okay. Ich will nicht auf die alte drauf gehen, weil. Annie hat ihren Stun ab. Nee, hat sie gar nicht, Mann. Jetzt hat sie wieder. Ich geh mal von. LOL! Das war noch in Reichweite? Die Reichweite von dem Ding ist so riesig. Ja, aber ich dachte, das wäre knapp draußen gewesen. Wahrscheinlich war ich knapp drin oder sowas. Aber ich will jetzt keinen Charm schießen, weil die Black Shielded einfach. LOL. LOL. Ja, das LOL ist der richtige Begriff. Ist das dein Herz, Alter? Ich halt die Ulti fehlt. Oh, Bleib mal da, die kommen gleich. Ja, ich bleib hier. Digga, das war auch geil. Ich hab sie halt einfach zu zweit, sie wollte mich echt 1v1, die Caitlyn. Läuft bei der richtig, Alter. Rad ab. Jetzt wird's interessant. Kommen die? Na, okay. Die haben wir Vision. Okay, lass mal gehen. Lol, 3 Lag. Fast permanent perfekt ineinander. Das heißt, ich nehme noch eine Minion Wave wegen 1600 Gold übergroßer und so. So, jetzt Trinket wechseln. Ja, hättest du einen Vorteil, ne? Du farmst dann aller Seelenruhe, ne? Währenddessen hat mich eine Caitlyn 1v1. Du kannst mal die Falle da auslösen. So, unnötig großer Start, jetzt geht's los. Ja, das heißt so. Oder zumindest hieß es mal so. Meinst du, dass der Riven oben helfen, den Olaf zu snacken? Nicht, dass die Hilfe bräuchte, meinst du? Nicht, dass du die Hilfe bräuchte. Wie die Annie das einfach nicht blickt! Wie die Annie es einfach nicht blickt! Und wieder Jax einfach verkackt. Der Xin einfach verkackt. Aber die Annie Jax einfach nicht. Okay. Morgana ist Bot auf jeden Fall und Caitlyn auch. Ich glaub, die haben gewardet. Der kam gerade eben, der Ward. Aber mein Clearance ist noch nicht ab. Hallo, Annie. Wie es aber auch drei Sachen sind, die gleich klingen. Einmal haben wir Clarity, dann haben wir Clearance und einmal Clearviance. Mit alles hat eins gemeinsam. Sicht. Keiner verwendet es. Doch, Clearance wird verwendet. Achso, nee, ich dachte gerade, du redest gerade von Clairvoyance. LOL. Oh. Oh, komm, die. Ach, nein! Mist, ich wollte es abbrechen, aber kam da nicht mehr. Ach, oh, scheißegal. Hat eigentlich schon geklickt, aber jetzt. Minions! Du bist auch tot, Alter. Oh, LOL, Tippers! What? Holst du echt, Alter? Nee, das pack ich nicht. Die mich nicht durch die Minions. Ups, die Ulti vergessen. Das war blöd. Gebe ich zu, das war saublöd. Genau aus der Reichweite rausgegangen.
von meinem Heal. Ja, Riven, wir haben das verstanden. Bitte, so, Schuhe brauche ich jetzt mal. Hol ich mir jetzt auch, Alter. Mir fehlt 225 Gold für Schuhe, hab 1700 jetzt. So, hier her. Und dann gleich nochmal zu Speed, weil es so schön war. 40 Sekunden bis Drake. Dann sollten wir mal uns darüber begeben. Mein Ping vom Anfang steht immer noch. Den juckt auch kein Schwein. Und wie es aussieht, hat der gegnerische Jungler auch nicht mal ansatzweise die Idee davon gehabt. Jax. Ja gut, der hat auch nicht das Counter-Jungle-Item geholt. Also von daher. Ist denn das Lilane oder was? Ja. Wie lange dauert es noch? Da kann man 20. Mal die Krabbe. Ich liebe das Movement, das die Q einem gibt. Ja, das ist eine wirklich gute Neuerung. Wir geben sich, glaube ich, Richtung Drake. Nö. Ich habe gerade die Sicht von der Krabbe, also von denen. Die haben hier gerade maximale Vision. Warte. Maximal Vision ist... Jetzt, go. Drauf. So, jetzt haben wir maximale Vision. Ja, jetzt haben wir alles, weil das... Oh. Da kommen wir. Welche Bursten die halt. Ja, wir haben hier. Wir haben hier zwei Bursten Mages und eine. Mach. Nein, die haben geskillt. Wieso seid ihr abgehauen? Ich bin verreckt. Ich hab den. Wir haben alles getötet. Alles? Bis auf den Drake halt. Der Olaf. Ja, der Drake war jetzt echt scheiße, dass wir ihn gekriegt haben, aber... Naja, lässt sich nichts machen. Ein Drake haben wir ja schon, also von daher. Aber ehrlich, ein Drake für einen Kill weniger? Ein Kill weniger? Ja, achso, die haben's. Olaf ist auch nicht gestorben. Wir sind zu dritt. Wir sind drei und Leute. Und den Tower habe ich noch gekriegt. Der wurde mir auch noch spendiert. Der war aber doch schon Lowlife, oder nicht? Trotzdem habe ich ihn jetzt noch bekommen. Positiv denken, ne? So. Alter, wenn ich das Kind sehe, ne? Alter. Was? Wenn ich Annie sehe, denke ich immer an komplett psychisch krank. Also ich muss erst an Bioshock denken. Und das zusätzlich. Oh. Tatsächlich sind Annie und Nautilus in der Kombi ja an Bioshock angelehnt. Oh, das ist doch schön, Alter. Mit so einer Attack-Speed kann sich so ein besser fahren lassen. Sollen wir pushen oder sollen wir freezen? Pushen? Ja. Die Zeit zum Freezen ist vorbei. Oh, da ist eine Caitlyn, die sterben. Eine Caitlyn, die sterben möchte. Ihr habt das auf dem Schirm, ne? Ja. Aber beziehungsweise die braucht die Hilfe nicht. Meins. Jetzt wird sie sich... Ah, da kommt noch ein Jack, da kommt noch ein Jack. Ja, und soll er doch. Ich hab eine Ulti ready und meins dann. Ja, komm. Klatsch mal. Wo ist der? Hier, oben. Ja, einmal konzentriert man sich das fahren. Also ich nehme mal ein, wir ziehen einfach mal kurz den Blue, oder? Hab ich gehört? Nee, Moment mal. Wir gehen das jetzt hier ganz vorsichtig an. Okay. Du gehst da erstmal weg. Du bist hier der harte Kerl. Du stehst hinten. Entspann dich. Wir gehen einfach wieder. Ja. Einfach wieder gehen. Wieso gehen wir zwei jetzt eigentlich in die Mitte? Keine Ahnung. Weil da ein Farm ist. Das ist meiner. Das glaubst du. Quad-Error-Demonstrandum, sag ich da mal. Ich krieg so und so Gold, egal wer last hittet, also von daher. Kloppt euch drum. Na, ich glaube, ich habe das meiste bekommen. Ich hab's Kanonen-Minion gekriegt und drei oder vier Minions, also... Ja, und ich hab ungefähr 10 bekommen. Also, ich bin happy. Mach verdammt. Gerade so nicht mehr in die Wand erwischt, ne? Ja, ist so, ne? Ich dachte schon, vielleicht noch zusammen. Da kommen Endes auch. Wir kommen. Boah, Alter. Perfekt abgefangen, Digga. Ha, meiner. Outplayed, son, outplayed. Nice. Das war doch mal ein Teamfight. Beziehungsweise es war 3 gegen 5, aber egal. Alter. Nee, 4 gegen 5. Riven war auch noch dabei. Wo war der Shit eigentlich?
GG, Vayne. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Aber dafür hast du. Aber ich habe den Cannon Minion dieser bekommen. Ah, mein Gott. Ganz ehrlich. Ja, aber dafür kommt noch der ganze Tower drauf. Und Abgang. Ja, komm, warte, Blue. Willst du Blue noch? Ja, jetzt. Ja, ja, ich komm doch. Ich komm doch. Cool, ich hab Blue. Wann haben die, sollten die denn bitte da. Blue holen? Die waren auch tot. Leute? Aber das ist ein Big Word. Er gehört mir. Report Jax for being gold and don't carry the game. For being gold. Ja. Mein, das ist doch eine Einstellung. Aus dem ist. Ja, bei mir auch. Also, warte, ich umfahren. Okay, wenn du den willst, dann nehme ich hier. vielleicht kriege ich gleich Phantom jetzt. Also zu Ende gebaut. Aber ich. Nee, warte, Phantom habe ich schon Ziel, ne? Also, vergiss es, den habe ich. Da kommt eine Caitlin. Na komm, gleich habe ich den übergroßen. Die kann ruhig kommen, Digga. Wo ist er denn? Aber eine Annie habe ich keinen Bock. Dann würde ich jetzt gehen an deiner Stelle. Stirbst du damit? Ja. Aber leider ganz knapp noch in der Hitbox für Kuschelbär. Gott. Wollte aber nicht knutschen, Alter. Gott verdammt. Echt nicht, ne? Wie Annie einfach manchmal nicht rafft, dass man mit dir nicht kuscheln möchte, ne? Alter. Ja gut, aber zweiter Death auf 7 Kills. Weißt du schon. Ja, ich stehe 4-3, ich stehe auch nicht. Ich steh so, nicht jetzt, jetzt hab ich Fan. Ich stehe auch 4-3. Nur stehe ich 4-3-7. Ich schwöre, ich hab einen Punkt mehr als du. Okay, du hast mehr Farben. Verdammt. Gering für dich, ne? Jetzt ist die Frage: Soll ich in den Jungle gehen und 300 Gold mitmachen für BF oder Pickaxe? Ja, natürlich BF. Komm, wir killen mal auf der Top Lane, was? Ja, mir fehlt halt 300 Gold. Ja, schade. Komm, die kriegt man trotzdem. Ja. Over. Ach, du bist schon da. Okay, go. Ja. Go, 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 go. Na komm, nimm was! Danke! Ich hab gehört, wir machen fertig. Klar. Und Eddie kommt mit ihrem Bärchen. In Doombots ist der Tibbers ja 5 Meter groß. Wie die Supporter Annie einfach mehr Schaden drückt als die Midlane Carry Annie. Ja, du kannst das alte Bild vergleichen. Caitlyn hat Blue Buff. Ja, ja, die hat eigentlich mehr als. Hä? Wieso baut man sich Katalysator? Achso, ja. Wieso baut man sich den Katalysator des Beschützers? Aber dann Rabadon und nicht den Rod voll. Der muss sich doch erst noch stacken. Der Katalysator stackt sich nicht. Muss man nicht verstehen. Ob man es muss oder ich sei mal dahingestellt, ich tue es jedenfalls nicht. Lol, wie du dir einfach beigratscht. Oh, ja. Warte. Also, wie wär's mit Drake, weil der wieder ab ist? Achso, stimmt, ist ja, er. Ja, töten. Wobei, der Schirm macht den, glaube ich, Nimmst du auf den Weg noch die Caitlyn mit? Versuche ich nämlich jetzt, nein. Aber ich weiß nicht, ob es es gerafft hat. Ich glaube, die stirbt. Ah, da bin ich nicht ganz gespannt. Doch. Okay, doch. Too stupid. Jetzt Drake. Champion Smite OP, ne? Und Tibbers ist auch gleich wieder ready. Oh, warte, guck mal, eine Falle. Sekunde, ich sorg kurz für ein bisschen Vision. Xin ist so höllen-OP. Aber gegen den macht Drake nie was. Das heißt OP, er ist mächtig. Mensch, ich wollte gerade sagen, spielt aber keiner in den Pro-Ligen. Ja? Alter. Jetzt! Letztes Arme. Haben wir denn mal kassiert? Ich fahr mir einfach das alles weg. Mein Kanon. Und ich krieg trotzdem Gold. Ich hab. Du bist der Leute. Ah, noch bin ich auf Farmtechnisch vor dir. Ah, schade. Gerade wollte ich flashen. Nicht zurück. Oh, wie die kassiert! Die hat auch nur, die hat null Mage Assist in den Runen, ist klar, dass die hier kassiert. Und bauen tut sich der ADK im Regelfall keinen Mage Assist. Der hat auch kassiert, das war eine Fuse. Ja, und von mir ein Auto. Ja, wenn sich der Vollhorst auch Ninja Tabi statt Mercury Boots baut. Warte, ich hab gehört, wir sehen uns wieder Blue Buff. Wenn der überhaupt da ist. Ich warte einfach mal. Und spot mal kurz. Ja, oh, der ist da, komm, holen ihn uns. Bitte sehr.
So. Also was den musst du schon selbst holen, ne? Also ich muss mal Botlane, Jungs. Ja. Sollen wir hier was klatschen? Ja. Okay. Hui. Also ich schließe aus, ich brauche nicht mal die Gelb. Dann muss ich einfach mal den Bot-Tower einfach mal weg. Mach das. Das sah gerade sehr lächerlich aus. Meinst du? Es sah so aus, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es lächerlich war, aber es hat sehr seltsam ausgesehen. Ich hatte halt Q dann. Ich hatte halt Q und W verschossen und musste dann erstmal nur charmen. Und konnte dann erstmal nichts mehr tun. Also jetzt bin ich der Annie auf jeden Fall im Bild voraus. Jetzt bin ich der Annie im Bild auf jeden Fall voraus. Weil sie hat Rabadons, Dorans und einen Rod mit zwei Stacks. Ich habe Rabadon, Frostfang, Codex und einen Rod mit 9 Stacks. Mhm. Ja, du hast auch 5 Kills. Und 14 Assists. Sie hat 7 Kills. Lol. Und 3 Assists. Trotzdem müsste sie eigentlich mehr Geld haben, weil sie hat ja Farm. Ja, hat sie aber nicht. Dex ist hier. Ja gut, vergiss nicht, nur weil ich keinen Farm habe, dass ich kein Geld habe. Ich habe das Gold durch den Dolch, ich habe das Gold durch meine Masteries, ich habe das andere Gold durch meine Masteries, ich habe das passive Gold durch meine Masteries. Ich habe meine kompletten Masteries, nur auf abartigen Gold gewinnen. Wer hat's verstanden? Wo kommt meine Falle? Ja, worauf ich halt hinaus will, kein Farm ist nicht gleich kein Farm. Ich frag mich gerade, warum. Ich wollte mir hier gerade selber Ruhe machen, bis mir ein eingefallen ist, Moment, ich habe einen gegnerischen. Wenn die Vögel gerade reingegangen wären, hätten wir locker was klatschen können, aber abhauen haben sie ja vorgezogen. Da würde ich die jetzt nicht auslösen. Ja, das weiß ich, aber ich will. Ach, weißt du was? Den lass euch, Kinder da mal spielen, ich pushe dabei. Ja, mach das. Einfach live Seal of Doom. Ja, das ist Vayne. Schieß einmal gegen das Ding und dann. Oh ja, hey, da ist ein Jack. Und Olaf. Ich mir einfach mal. Ach, alle, ja? Die sind nicht alle. Dann mach ich immer weiter. Ja, push du ruhig weiter. Wir halten hier so lange auf und sobald die reingehen wollen, töten wir sie. Aber ihr sagt mir auch, wenn die weg sind, ne? Ja, ja. Also, weg ist die Wave. Jax! Olaf ist da. Nicht an den Rand dashen, wenn der gerade seine Drehung macht. Dann Achtung, die holt, Achtung, nicht auseinander. Da kommt gleich ein Tibbers. Ja. Ich gehe jetzt Top-Lane pushen. Komm her, gib mir die Minions. Boah, alter Annie. Nicht so nah beieinander stehen. Da kam der Tibbers. War klar, wen sonst, ne? Das war ein sauberer One-Hit. Egal. Infinity ist fertig. Annie ist dann aus. Komm, jetzt! Nein, der kommt raus. Alter! Oh Gott, nein! Was? Caitlyn mit Statics! Von allen AD-Carries ist Caitlyn der Letzte, der sich Statics-Stich holt! Ganz so schlimm. Ganz so schlimm ist es nicht. Statics hat durchaus Vor- und Nachteile. Nicht auf Caitlyn! So, ja, jetzt kommt Bloodthirster, Alter. Ach, hallo Jax, moinsen. Sag mal, will der was von mir? Der hat schon Shell verteilt, kassiert man nicht von dem. Nein, ja, der ist cool, der war ja Base schon durch. Ja, der ist nicht durch, aber. Falls der nicht. Ich hab gehört, wir bursten jetzt die Kate um. Ich hab keinen Stun ready, aber versuchen können wir's. Ach, verdammt noch eins, Alter. Die hier alle sind. Nix da. Komm her, komm Annie. Yes! Sind alle da? Lol, wie ich nicht mal Assist krieg. Sind alle hier, ja. Dann mach ich hab meine Schuhe noch nicht ausgebaut, aber du schon, wie es aussieht. Bam. Ja, und das ist Vayne im Late Game, ne? Attack Speed of Doom. Das stört hier anscheinend immer noch keinen, dass ich hier gerade ihren Base einrenne, ne? Ich glaub doch. Doch, jetzt kommen sie gerade. Den Endup kriege ich. Oh Gott, Abgang! Ich geh mal in den Mid-Tower, damit die Demo kriegen. Ich komm schon.
Aber du bist wahrscheinlich schneller. In dem Fall gehe ich weg. Gold. Ja, cool, Digga. Cool, Digga. Gönn dir. Ich bin auch. Was geil ist, alles noch angefangen. Die kannst du so gut wie one-hitten. Stimmt, einen Tank haben die nicht oder so. Nein, er meinte den Minion Ray. Ich rede Level 8 von deinem Minion-Bitches. Hat der Xin gerade geflasht und Leute, du bist Level 15 bei deinen ganzen Kills? Was ist? Du hast 9 Kills und bist trotzdem jetzt Level 15. Ich bin jetzt schon Level 18. Er hat da keinen Farm. Mit. Ja, auch wieder richtig. Stimmt, ich. Und stimmt, ich hab gerade die ganze Zeit gesplitpusht. Außerdem. Wie wär's mit dem hier? Ja, mach ihn doch alleine. Der macht ja doch nichts. Ich kann aber trotzdem runterkommen. Nee, ich glaube, damit hast du dich schon erledigt. Er geht doch drauf, ihr Vögel! So, jetzt habt ihr auch noch Movement Speed. Mach was drauf. Kannst du schneller fischen. Bei dem Slow of Doom bringt mir der Movement Speed auch nichts, weil die Idioten ja nicht draufgegangen sind. Oh, warte. Ich hab alle drei mit Tippers erwischt. Digga, die Morgana! Lass Olaf. Vielleicht krieg ich den. Ha! Ernsthaft. Okay, ich geh auf mein Ding. Ach, ich komm dazu. Boots! Boots! Komm, warte, Kate! Oh, das wird ein schöner Spaß. Schön in die Zange nehmen. Hallo, Caitlin! Boots! Danke für den Blooper. Jetzt habe ich absolut kein Problem mit dem Mana. Alter, brauchst du eigentlich im Late Game gar nicht. Ich hab gehört, wir rasieren jetzt das hier und das hier. Ja, das war auch mein Plan gewesen. Hallo! Ja, der kann ruhig kommen, der interessiert uns. Denkt sich gerade so, Surprise, I'm back. Und ich denke mir so, Surprise, ich töte dich gleich. Was hat er eigentlich? Nix. Back. Und tschüss. Kann das sein, dass das Wort sehr mag? Mein Kanon-Ninion. Hoppla! Also ich bin weg. Weil ja, ich hab jetzt. Ich hab Baron? 2K Gold. Baron. Alter. Digga, wenn das gut läuft, kann ich gleich mir Insta-Bloodthirster holen. Ja, ich bin vorher auch immer so weggegangen. Letzter Einkauf war instant Sonias, jetzt der letzte, dann der Einkauf danach war instant Monster. Jetzt zerplatzt aber schnell. Gut. Gut, dann gut nochmal. Okay, wird doch nichts. Hey, da wird noch was getötet. Da wird noch was getötet. Was denn nicht, Caitlin? Weg, einfach wegradiert. Dieser Kack-AFK-Spell. Ich hoffe, Marco hat das jetzt mal, ein bisschen Aufwand, wie ich hier die Leute rasiere. Ja. Gut. Okay, jetzt wird es dann doch etwas. Okay, gegen uns bringt der Black Shield sogar was. Also es bringt mäßig was, wir machen einfach viel zu viel Schaden für den Black Shield, aber. Der ist dann nicht. So, und jetzt einfach kaputt machen. Einfach kaputt machen. Hoch! Oh. Okay, da wurde ich getippert. Getippert. Das heißt so. Das tut mir leid, ich bin noch nicht so gespannt. Ich komm erst noch, entspannt euch mal. Ja, ich muss auch erst noch kommen. Steroiden-Minions, helft uns! Ich weiß aber auch schon, was ich mir jetzt letztes hole. Einfach gewonnen, tschüss. Der dritte Schuss macht zu einen Schaden! Der dritte Schuss hat jetzt, glaube ich, mal ganz gemütliche 1500 Schaden. Ich mach 900 Damage. Mit. Alter. Ja, da kann der Rüstung haben, was er will. Du willst doch nicht durchmachen? Mach die doch kaputt, ein Quatsch. Ja, was denkst du, was ich hier mache, Alter? Gegen die Annie verrecken machst du hier. Ja, das dachte ich mir, das krieg ich nicht mehr hin. Egal, die Steroiden-Minions haben's hingekriegt. Also, Jungs. Nach 2 verkackten Matches war das doch mal schön, wa? Ja. Ja, vorhin hatten wir ein Match, da haben wir, also, ein, Bronzespieler, 2
30er unranked und zwei noch nicht mal 30er, zwei Goldspieler in die Fresse gekriegt. Ach, das ist cool, ne? Wir haben einfach Goldspieler als Gegner. Ich bin noch unranked. Kompletter Vollnoob. Und ich hatte meine Lane trotzdem gewonnen. Ja, und einmal hat man auch noch eine... Ja, du hast ja auch einen Level 25er abgekriegt. Ja, stimmt, ich hatte den Level 25er. Ja, du hattest den, den du einfach zerbersten durftest. Und im Spiel davor gab es ein Fritzbox-Update, das nicht angekündigt wurde. Ja, da gab es einfach mal eiskalt einen Disconnect. Ja, wo mein Vater einfach meinte so, jetzt Fritzbox-Update und damit alles aus dem Internet rausschmeißen. Das wäre doch was. Und Bescheid sagen, gut überbewertet. Ach also, ja, nicht zu vergessen natürlich... Du hast noch deswegen auch noch das Ding rausgesteckt, also hat es noch länger gedauert. Wie ich an genauso vielen Kills beteiligt war wie die Riven. Sag einfach dazu, trotz dem ganzen Pech hat die letzte Runde umso mehr geberstet, ne? Und ich glaube, wie ich habe 12 Kills und habe davon 11 am Stück gemacht. Das heißt, ich muss 1-4 gestanden haben und habe danach nur noch getötet. Das heißt aber auch, warte mal kurz, du hast auch genauso, hast ebenfalls an genauso vielen Kämpfen beteiligt wie ich. Das ist witzig. Mein Support hat mehr Damage gemacht zu Champions als ich. Was, ehrlich? Ja, ob das im Sacke 4000. Ja, du hättest erst angefangen Schaden zu machen, wenn das Game jetzt noch länger gedauert hätte. Jetzt wäre dann die Phase gekommen, wo du alles umgehauen hättest. Hab ich doch. Ist halt Late Game, ne? Ja, jetzt hättest dann, wenn, jetzt an dem Punkt hättest noch etwas länger dauern müssen, damit du wirklich, dann wäre dann... Aber es ist schon ein bisschen bitter. Wollt ihr mal was Witziges hören? Hm? Bei dir klafft die Sparte zwischen magischem Schaden an Champions und allgemeinen Schaden an Champions deutlich mehr auseinander als bei mir. Also so viele Outfits gemacht? Ich hab null Magic Damage. Ich red mit Ari. Achso, was ist von Damage? Ich hab eigentlich schon Outfits gemacht. Ja, Physical Damage. Nein, deswegen ist es ja so, dass bei dir so weit auseinander geht. Aber ich frage mich sowieso, wie kommen die? Ach so, der True Damage von deiner Q, der macht ja auch True Damage, keinen magischen Schaden. Ja, beim Rückweg. Deswegen. Klar stimmt der True Damage. Largest Critical Strike. Und deswegen komme ich hier mit magischer Schaden plus normaler Schaden auch nicht auf die 28.000, die ich insgesamt gemacht habe. Aber es ist schon bitter, dass. Ja. Wenn du es von den Champions her, also einfach allgemeinen Schaden von den Champions her betrachtest, nur der Midlaner und die Caitlyn ein bisschen raussticht, weil alle anderen einfach schlechter waren. Ich habe auch ganz offen... Es kam gar nichts dazu. Also, ganz ehrlich. Also als Midlaner ist es ein bisschen... Ja, so, ne, kann schon nicht viel sagen. Ich habe auch ganz ordentlich normalen Schaden verursacht. Ja gut, ja, ich hab ja permanent Autohits geschmissen. Aber das am witzigsten war, du warst pissiger als die Caitlyn. Weil die hat ja gar nicht mal so stark Auto gehittet, ne? Ja, weil ich die Dawn of the Suns gehalten hab. Wollen wir jetzt endlich richtig mal den Part beenden? Das könnte man tatsächlich machen. Also, dann sag ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Viel Spaß. That's the